A Sense of House. Was sich dahinter verbirgt, ist ein absolut geniales Clubbing hier im Zentrum in Judenburg. Neben einer Technik, die über 500.000 Euro wert ist, gibt es eine Lichtshow der besonderen Art. Wir haben uns schon sehr lange auf dieses Clubbing gefreut und was uns heute erwartet, das sehen wir uns jetzt gemeinsam mit Ihnen zu Hause an. Warum habt ihr euch überlegt, ein solches Event bei uns im Murtal zu organisieren? Der Grund war einfach, dass wir gesagt haben, ein solches Event findet nur in Großstädten statt. Wir möchten es wirklich hier ins Murtal holen, speziell nach Judenburg und sagen, auch unserem Publikum hier in der Region die Möglichkeit zu geben, wie gesagt, so eine Party hier zu feiern. Du hast uns schon vorab erzählt, die Technik ist im Wert von 500.000 Euro. Jetzt muss man sich überlegen, gut, das ist ein sehr großer Wert, aber was noch ganz ein anderer Wert ist, nämlich die Stunden, die ihr damit verbracht habt, auch diese Technik zu montieren. Kann man da ungefähr sagen, welchen Wert an Stunden habt ihr da zusammengebracht? Der Wert an Stunden, glaube ich, geht in hunderte Stunden von jedem einzelnen Mitarbeiter. Und mir ist das ein ganz persönliches, ein sehr großes Anliegen, den ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die seit Mittwoch hier, ich sage mal, rund um die Uhr gearbeitet haben. Sie werden sich angesprochen fühlen, die hier viele, viele Stunden und Nächte im Veranstaltungszentrum verbracht haben, ein herzliches Dankeschön aussprechen. Warum? Beste Musik einfach. Besten Titel. DJ Linus, wie ist das Gefühl, oben zu stehen und diese Menge zu sehen? Naja, wenn man oben steht bei dieser Menge und man auf die Leute runterschaut und alle machen mit und es ist einfach ein einzigartiges Gefühl und für einen DJ einfach super, wenn man mit seiner Musik einfach gut ankommt. Und grundsätzlich, wir haben dich ja auch schon vorab interviewt, gemeinsam mit dem Markus. Ist es aufgegangen? Es ist mehr als aufgegangen. Wir haben uns nicht so viele Leute erwartet, aber es ist mehr als wir aufgegangen. Wir sind alle sehr happy. Überhaupt beim ersten Mal so eine Veranstaltung, so viele Leute, also ist super. Also das Q3 Clubbing sollte etwas Besonderes werden. Deswegen haben wir hier so in etwa 150 Meter Traversen verbaut. Das sind die silbernen Metallstangen im Raum. Wir haben hier in etwa 575 Watt starke Moving Heads, bewegte Lichter verbaut. Wir haben hier eine spezielle Lichtersteuerung, in etwa, die hat einen Wert von ca. 20.000 Euro. Was gibt es denn zum Thema Ton zu sagen, beziehungsweise sind da auch so große Zahlen im Spiel von Euros? Ja, natürlich. Bei der Tonanlage hatten wir den großen Vorteil, das erste Mal zwei riesige Tonanlagen zusammenzustellen. Das ist einmal die Tonanlage von Soundforge Music und die Tonanlage von diesem Veranstaltungszentrum. Und das Zusammenspielen von beiden Anlagen sind ein Wahnsinn. Entschuldigung, ich musste gerade eine SMS schreiben, weil das ist ja absoluter Trend bei der Jugend. Und somit wissen nun alle meine Freunde, die dieses Clubbing nicht besuchen, wie genial es hier ist. Und was die Jugend so in ihre SMS hineinschreibt, das werden wir jetzt nachfragen. Es ist super, die Location, alles, bravo, wirklich. Einmal ein Plus an den Veranstalter, wirklich Wahnsinn. Ich habe zum Beispiel geschrieben, dass Q3 das beste Event des Jahres ist und dass viel, viel Leute sind und dass es mega cool ist. Q3 A Sense of House wird dreimal dieses Jahr stattfinden. Hier war heute die Premiere und ich glaube, es ist eine unglaubliche gelungene Premiere. Wir haben nicht zu viel versprochen, wir haben unsere Versprechen gehalten, aber ich kann auch noch ein weiteres Versprechen jetzt geben. Wir werden bei der zweiten und bei der dritten Q3 die Sache noch toppen. DJ
Die Partystimmung ist hier absolut am Kochen beim Q3 A Sense of House Clubbing im Veranstaltungszentrum hier in Jonburg. Sie sollten das nächste Mal unbedingt dabei sein, weil die Technik im Wert von 500.000 Euro von Soundforge Music ist der Hammer. Wir wünschen Ihnen nun noch eine schöne Zeit, weil wir gehen noch ein bisschen feiern. Wir sehen uns beim nächsten Eventscout.